Hallo ihr lieben Yogis und Yoginis, willkommen im Natural High. Diese Yogastunde möchte ich einem ganz besonderen Thema widmen, das mir sehr am Herzen liegt, und zwar das Immunsystem. In den letzten paar Monaten sind wir ja bombardiert worden von diversen Verordnungen. Was mir jedoch komplett gefehlt hat, ist die wichtigste Verordnung, und das ist die Stärkung des Immunsystems. Und das wäre eigentlich die Rezeptur, die am allerbesten wirken würde. Jetzt fragst du dich vielleicht, was kann ich selbst dazu beitragen, um meine Gesundheit, um mein Immunsystem zu stärken? Und dazu möchte ich dir ein paar Impulse geben. Was ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass Angst und Stress eigentlich unser Immunsystem schwächt. Und deswegen ist es wichtig zu schauen, mit wie viel Stress umgebe ich mich. Und der Fernseher ist der größte Hypnotiseur, und da bekommen wir ganz viel Negativnachrichten einsuggeriert in unser Gehirn. Und deswegen würde ich den Fernseher gar nicht erst einschalten. Und ja, der zweite wichtige Punkt ist die Bewegung, und ja, die Bewegung in der Natur, weil die Natur uns sehr viel Kraft gibt. Und wenn wir schon draußen sind, das Handy gar nicht mitnehmen. Das heißt, man muss nicht immer erreichbar sein, wir glauben es zwar, aber das tut dem Immunsystem und dem Nervensystem irrsinnig gut. Yoga natürlich, Yoga im Alltag ins tägliche Leben zu integrieren. Jetzt sind sehr viele Leute im Homeoffice, und da hört man immer die schrägsten Dinge, eben mit Rückenschmerzen, der Arbeitsplatz passt nicht ganz. Da immer wieder ein paar Yoga-Übungen zu machen, körperlicherseits, ist sicher sehr gut und zusätzlich auch entspannend. Und die Masken, das zweite Thema, dass der eine mehr, der andere weniger hat, dieses Thema mit den Masken, da hört man auch unterschiedlichste Dinge, dass vielleicht manche Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, Müdigkeit haben davon, und da würde ich empfehlen, dass man deswegen umso bewusster eben Atemübungen integriert. Das machen wir dann in der Yogastunde. Entspannung natürlich auch, nachhaltig weiß man, dass Entspannung das Nervensystem beruhigt, aber auch das Immunsystem stärkt. Die Ernährung, der nächste Punkt, natürlich aus yogischer Sicht vegetarisch, biologisch, nachhaltig und ausgewogen sich zu ernähren, ist immer der bessere Weg, mit viel Obst und Gemüse, leichten Getreide, weil wir dadurch weniger übersäuern. Denn die Übersäuerung ist der erste Schritt auch in eine Richtung, wo das Immunsystem geschwächt wird. Und wenn man jetzt sehr viel Wurst, sehr viel Fleisch isst, Fisch isst, Eier isst, Süßes isst, Kaffee trinkt, raucht, dann schwächt das eigentlich auch wieder unser Immunsystem. Also einfach überlegen, wie viel man davon nimmt. Die Dosis macht das Gift. Ja, ein nächster mir wichtiger Schritt oder Punkt ist der Darm, denn bei vielen Menschen funktioniert der Darm nicht mehr richtig. Viele haben Blähungen, Verstopfung, Durchfälle, und der Darm ist der Sitz des Immunsystems. Das heißt, wenn diese Symptome sich zeigen, dann sollte man überlegen, dem Darm etwas Gutes zu tun, indem man mal den Darm saniert, aufbaut, ihn reinigt und vielleicht auch mal fastet, um ihn zu revitalisieren. Der letzte Punkt, der mir jetzt noch einfällt, sind die Nährstoffe und die Vitamine.
die so ja nicht mehr ausreichend über die Ernährung, über die Nährstoffnahrung zugenommen werden kann. Und das ist ganz speziell das Vitamin D, das unser Immunsystem nachhaltig unterstützt, in Kombination mit K2 und Magnesium. Ja, Magnesium ist auch so ein Nährstoff, der schneller mal durchsickert, wenn man viel Stress hat. Ja, der Harald hat ein sehr gutes Video zusammengeschnitten von einem Arzt und Psychoneuroimmunologen. Es ist, glaube ich, so, dauert, glaube ich, so 5 Minuten. Also wenn euch das interessiert, das ist sehr interessant, findet ihr auf unserer Homepage. Und wir machen auch immer wieder Fastenkuren in Wien und Workshops zum Thema Immunsystem. Das heißt, auch wenn euch das interessiert, einfach auf Natural High schauen. Ja, wir würden jetzt einfach starten mit der Yogastunde. Das heißt, komm einfach in eine Rückenlage, um dich erstmals zu entspannen. Und wenn diese Position nicht wirklich angenehm ist, dann lege eine Decke unter die Knie, dass sich der Rücken wohlfühlt. Schau, dass die Zehen locker zur Seite fallen und beginn mal ganz langsam und ruhig zu atmen. Mit dem Bauch atme durch die Nase ein, spür, wie der Bauch sich fühlt, und atme durch die Nase aus. Nimm wahr, wie der Bauch wieder zurückzieht. Wenn dir das schwerfällt, leg die rechte Hand auf den Bauch, die linke Hand auf die Brust und spür so hinein für ein paar Atemzüge, wie der Bauch sich füllt mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung nimm wahr, wie der Bauch wieder zurückzieht in den Körper. Einatmen, Bauch füllt sich. Und ausatmen, nimm wahr, wie der Bauch wieder zurückzieht. Bleib so noch 2-3 Atemzüge in der Position und spür, wie du dich immer bewusster zur Ruhe bringst, mehr Sauerstoff aufnimmst. Und atme dann noch tiefer ein und tiefer aus. Bring die Beine jetzt zusammen, die Arme hinter den Kopf und leg den rechten Fuß auf den linken Fußrücken drauf. Greif mit der linken Hand das rechte Handgelenk und spür so eine Dehnung in deiner rechten Seite. Das ist eine gute Übung, um die Zwischenrippenmuskulatur zu dehnen, auseinanderzuziehen und der Lunge mehr Raum zu geben, mehr Platz zu schaffen. Atme auch da wieder ganz langsam und ruhig, um einerseits dein Nervensystem zu beruhigen, deiner Lunge mehr Raum zu geben und Kraft zu tanken für dein Immunsystem. Dann löschen langsam wieder die linke Hand vom rechten Handgelenk. Leg den rechten Fuß neben den linken. Heb jetzt den linken Fuß, das linke Bein, schlag's drüber und schnapp mit der rechten Hand dein linkes Handgelenk. Dehn dich etwas zu deiner rechten Seite, um die Dehnung in der linken Flanke jetzt zu forcieren, zu verstärkt zu spüren. Und atme genau dorthin, in diese Zwischenrippenmuskulatur, sich da was dehnt und öffnet. Und bring automatisch weiter in diese Position hinein, diesen Teil, Körperteil,
Der Atem unterstützt dich dabei in der Dehnung, aber auch in der Stärkung deiner Lungen, deines Immunsystems. Und spür langsam wieder, wie du loslässt, die Arme in die Mitte bringst, den Fuß, das Bein löst und bring die Knie mal zum Bauch und drück die Knie gegen deine Bauchdecke. Du kannst die Handflächen auch gegen die Knie drücken, ein bisschen wegdrücken, Knie in die Handflächen, Handflächen gegen die Knie, um den unteren Rücken ein bisschen Richtung Matte zu drücken, den Bauch ein bisschen zu kräftigen. Und dann löst die Hände, verschränkt die Finger hinter dem Kopf, zieh die Zehen zum Körper, machen jetzt etwas für unseren Bauch, indem wir in dieser Position jetzt einatmen, den Atem anhalten und mit der Ausatmung zieh dich hoch, halt den Atem, mit der Einatmung geh wieder nach unten, halt den Atem, mit der Ausatmung zieh dich hoch, halt den Atem. Mit der Einatmung setz ab, halt den Atem. Mit der Ausatmung kraftvollen Bauch, zieh dich hoch, halt den Atem. Einatmen, setz ab. Ausatmen, zieh dich hoch, lass die Ellbogen bei den Seiten. Einatmen, setz ab. Und ausatmen, zieh nochmal hoch, bleib ein bisschen länger und löse jetzt die Finger von dem Hinterkopf, mach mit den Handflächen eine Gebetsstellung und drück den Handrücken links gegen den rechten Oberschenkel und versuch die Kraft im Bauch, in den seitlichen Bauchmuskulaturen jetzt zu spüren. Atme genau in den Bauch hinein, durch die Nase ein, durch die Nase aus. Gut gekräftigter Bauch unterstützt deine Verdauung und somit auch den Darm, den Sitz des Immunsystems. Und löst an die Seite, drückt den rechten Handrücken gegen den linken Oberschenkel, um wieder die seitlichen Bauchmuskeln jetzt zu kräftigen. Körper ein, Körper aus. Bleib dran bei einer ruhigen Atmung. Und löse auch dann wieder deine Hände. Verschränk die Finger nochmal hinter dem Kopf und bring die Füße wieder Richtung Boden hinunter. Mit der Einatmung bleib in der Rückenlage, halt den Atem und komm dann nochmal ausatmend hoch, halt. Mit der Einatmung geh nochmal nach unten, halt den Atem. Mit der Ausatmung zieh dich nochmal hoch, halt, mit der Einatmung letztes Mal den Atem dort halten und mit der Ausatmung komm ein letztes Mal hoch, halt vielleicht ein bisschen länger, um wieder ganze Bauchmuskulatur zu kräftigen und dann langsam den Hinterkopf wieder am Boden auf der Matte ablegen, das rechte Knie schnappen und fest gegen die Bauchdecke drücken, das linke Bein gestreckt hoch ziehen, zieh die Zehen zum Körper, wenn du im unteren Rücken kein Problem hast, schwing hoch, ansonsten komm seitlich hoch, atme ein und komm dann hoch. Gut. Wir kommen jetzt in den Schneidersitz.
und aktivieren unseren mittleren Rücken, indem wir den Rücken ganz gerade richten, einatmen und mit der Ausatmung einen Katzenbuckel, Rundrücken machen. Mit der Einatmung streck dich ganz lang und mit der Ausatmung mach dich wieder rund. Mit der Einatmung nochmal lang hochziehen und ausatmend rund machen. Dann komm hoch, wärmen uns weiter auf. Einatmen, komm hoch. Und mit der Ausatmung lass die rechte Hand zum Boden hinunter. Stell die Fingerspitzen im Tippizelt ab und lass den linken Arm über das linke Ohr zur Seite gleiten, sodass wieder hier in der linken Körperseite zwischen Rippenmuskulatur eine gute Dehnung spürbar ist. Wir schaffen dadurch wieder Raum für unsere Lungen. Mehr Sauerstoff aufzunehmen, mehr Platz zu haben. Mit der nächsten Einatmung komm wieder hoch. Mit der Ausatmung setz die linke Hand seitlich ab und schau, dass der rechte Arm über das Ohr zieht, die linke Schulter ganz weich entspannt ist. Jetzt schaff auch in der rechten Seite, in der rechten Flanke diese Dehnung, die so gut tut. Da sind wir oft auch wirklich sehr verspannt in den Regionen, Brustkorb. Mit der Einatmung komm nochmal hoch. Und mit der Ausatmung bring die Handflächen ins Anjali Mudra zum Herzen. Gut. Wir kommen weiter in einen Vierfüßlerstand. Schau, dass die Knie unter den Hüften, die Handgelenke unter den Schultern abgelegt sind und drück die Zehen jetzt fest in den Boden und drück mal die Gesäßbacken weg von dir, die Beine noch gebeugt, die Schultern mal hochziehen und dann im Schultergürtel loslassen, so dass der Nacken ganz lang ist und dann streck zunehmend die Beine so gut es dir geht. Schau, dass die Fersen Richtung Boden drücken. Wenn sie ein bisschen in der Höhe sind, kein Problem. Ansonsten Ziel ist es, die Fersen Richtung Boden zu bringen. Mit einer ausreichenden Dehnung ziehe jetzt nochmal die Schultern hoch zu den Ohren und lass im Schultergürtel los. Mach eine Nein-Nein-Nein-Bewegung, Ja-Ja-Ja-Bewegung. Und heb das rechte Bein gestreckt hoch. Atme ein, mit der Ausatmung bring das rechte Knie zum rechten Ellbogen. Mit der Einatmung zieh hoch. Wir aktivieren zuerst den Körper. Ausatmend, rechtes Knie nochmal zum rechten Ellbogen. Halt das. Einatmen, nochmal hoch. Ausatmen, letztes Mal. Versuch das zu halten. Zu halten und dann so abzulegen, dass die Zehen ein bisschen aufgefächert sind, das Knie mehr auf dem rechten äußeren Mattenrand liegt, die Finger ein bisschen weiter nach vorbringen. Machen uns jetzt lang im Oberkörper, im Nacken und versuchen ausatmen, das Herz tiefer sinken zu lassen. Einatmen, komm hoch. Mit der Ausatmung lass das Herz wieder tiefer sinken. Mit der Einatmung nochmal hochkommen. Mit der Ausatmung ein letztes Mal nochmal tiefer sinken lassen. Gut, die Hände nochmal schulterbreit ablegen. Und steig dann zurück mit dem rechten Fuß. Mach eine gehende Bewegung am Stand, um die rechte Hüfte ein bisschen auszugleichen. Und heb dann das linke Bein gestreckt hoch. Atme ein. Mit der Ausatmung bring das linke Bein gebeugt nach vor. Einatmen, zieh hoch.
Auseinander, ausatmen, bring das linke Knie zum linken Ellbogen nach vor. Einatmen, hochkommen. Ausatmen, letztes Mal Halt. Nochmal. Um alle Muskeln deines Körpers zu spüren, zu aktivieren. Und leg dann das linke Bein am Boden ab, so dass der Unterschenkel möglichst parallel zum vorderen Mattenrand steht. Wenn das nicht passt, von der Hüfte, vom Knie, dann mach es einfach enger. Ansonsten ist es intensiver spürbar so. Spreiz die Zehen von deinem linken Fuß, atme ein und mach dich lang im ganzen Oberkörper, im Nacken und mit der Ausatmung so eine kleine Liegestütz machen, einatmen, komm wieder hoch, mach dich lang und mit der Ausatmung komm nach unten, ein letztes Mal einatmen, lang hochkommen. Und ausatmend nach unten kommen. Dann komm hoch, leg die Handflächen am Boden ab und steig zurück. Mach auch da wieder eine gehende Bewegung am Stand. Komm jetzt Step by Step mit den Füßen zwischen die Hände nach vor. Die Füße so etwas hüftbreit auseinander stellen und dich ein bisschen abklopfen auf den Seiten und auf der Körperrückseite, schon ein bisschen vorgedehnt ist, Innenseite, Vorderseite, auf den Leisten, Hüften, dann weiter rauf zum Bauch, zur Brust. Über die rechte Schulter kommen und klopfen, einatmen, den Atem halten und ausatmen, loslassen. Jetzt mit dem linken Hand, mit der linken Hand die rechte Schulter beklopfen, Spannungen zu lösen. Und atme dort ein, halt den Atem und mit der Ausatmung lass wieder los, Handrücken und mach dann zwei, drei kreisende Bewegungen zurück. Wir machen jetzt weiter mit einem Sonnengruß mit Affirmationen. Das ist ganz speziell gut. Wenn man vielleicht mental nicht so stark ist, gerade um sich Sätze oder Gefühle zu verinnerlichen. Das heißt, du kannst bei jeder Position jetzt einen Satz wiederholen und diesen Satz dann auch von deinen Gefühlen verinnerlichen. Ja, also Gefühle sind dabei ganz entscheidend. Ein- und ausatmen, komm mit den Handflächen zu deiner Brust zusammen, bleib dort, zieh die Zehen hoch und stell dir vor, wie du jetzt den Blick nach innen richtest. Mit der nächsten Einatmung bring die Arme über den Kopf, du öffnest dich jetzt höherem Wissen. Mit der Ausatmung in die Vorwärtsbeuge kommen, ruhig mit gebeugten Beinen, ja, wenn es im unteren Rücken eher zwickt. Du verneigst dich vor dir selbst in der Vorwärtsbeuge. Verinnerlich das, wie du dich vor dir selbst verneigst und loslässt von Spannungen im Nacken, im Kopf. Beug die Beine, schau nach vor. Atme ein und steig ausatmend rechts zurück. Schau voller Zuversicht nach vor. Spür die Dehnung im Hüftbeuger. Schau voller Zuversicht nach vor, auch wenn ich nicht weiß, was kommt, was mir bevorsteht. Heb das rechte Knie an und steig links zurück, bleib in der schiefen Ebene, wiederhol, ich bin stark. Die ganze Muskulatur ist spürbar,
Ich bin stark, haltest dein eigenes Körpergewicht. Knie, Brust und Kinn hintereinander absetzen. Hast einen guten Kontakt zur Erde. Löst die Fußrücken, am Boden ablegen. Komm einatmen, kleine Kobra. Du öffnest dein Herz allen Lebewesen gegenüber. Wie stellst du dir das vor? Zehen aufstellen, mit Kraft im Bauch ausatmen. Schieb die Hüfte in die Höhe zu. Fersen Richtung Boden. Ich akzeptiere mich. Wiederhol das und geh in das Gefühl, wie du dich annimmst, wie du bist. Und steig dann einatmend rechts nach vor. Schon voller Zuversicht nach vor wieder. Auch wenn du nicht weißt, was kommt. Das linke Bein dazu. In der Vorwärtsbeuge verinnerlich wieder das Gefühl, wie du dich vor dir selbst verneigst. Alle Spannung im Nacken loslässt. Beug dann die Beine, atme ein. Freu dich und ausatmen, spür, wie du im Gleichgewicht bist. Machen noch eine Runde links. Ein- und ausatmen, ich gehe in mich. Wiederhol die Affirmation, den Satz, spür, wie der Satz in dir wirkt. Einatmen, öffne dich. Höhere Wissen. Ausatmen, verneig dich vor dir selbst. Ruhig wieder mit gebeugten Beinen oder mit gestreckten Beinen. Lass im Nacken los, im Schultergürtel los. Verneigst dich vor dir selbst. Beug die Beine, atme ein, steig zurück. Bleib in der Position und verinnerlich. Schau voller Zuversicht nach vor, in die Zukunft. Kreiere jetzt gute Gefühle. Das linke Knie anheben, in der schiefen Ebene wieder wiederholen. Ich bin stark, versuch die Kraft zu spüren muskulär, wie du deinen Körper haltest, jeden Muskel spürst in deinem Körper. Streck die Beine nochmal durch, zieh die Fersen hoch und leg dann Knie, Brust und Kinn hintereinander am Boden ab. Verbind dich mit der Erde, der Mutter Erde. Löst dann die Füße, leg die Fußrücken ab und zieh dich hoch in eine kleine Kobra. Dein Herz öffnet sich jetzt allen Lebewesen gegenüber. Zehen aufstellen ein. Mit der Ausatmung drück dich nochmal in den nach unten schauenden Hund. Und lass im Schultergürtel los. Ich nehme mich so an, wie ich bin. Ich akzeptiere mich mit all meinen Sonnenseiten, mit all meinen Schattenseiten. Dann einatmen, steig links nach vor. Und spür, verinnerlich wieder. Wie du voller Zuversicht nach vorschaust, dich nicht abbringen lässt, auch wenn du nicht weißt, wohin der Weg führt. Leg dann den rechten Fuß neben den linken, komm wieder in die Vorwärtsbeuge, lass den Kopf hängen, du verneigst dich nochmal vor dir selbst und mit gebeugten Beinen einatmen, freu dich. Und ausatmend spür, wie du im Gleichgewicht bist. Jetzt. Gut. Dann machen wir weiter mit einer Variation. Sonnengrüße. Die Drehbewegungen sind an sich sehr gut, um auch die Nieren zu unterstützen, das Immunsystem zu stützen.
Alle bauchliegenden Übungen sind gut, um den Darm zu aktivieren. Sie werden noch einiges machen jetzt. Ein- und ausatmen, Handflächen fest gegeneinander drücken. Mit der Einatmung streck dich. Mit der Ausatmung komm in eine Vorwärtsbeuge. Und entweder du haltest die Beine leicht gebeugt oder gestreckt, das Gewicht mehr nach vor verlagern, mit den Händen die Ellbogen greifen und so ein bisschen hineinfedern in die Position, die Vorwärtsbeuge, und komm jetzt mehr zu deiner rechten Seite. Feder so nach rechts, eine gute Fasziendehnung. Um Spannungen in deiner Körperrückseite loszulassen, komm jetzt nach links. Und dann wieder in die Mitte. Löst die Hände, beug die Beine, schau nach vor, einatmen und ausatmen, steig rechts zurück. Im Sprinter wieder, ganz wichtig, beobachten, wo ist die Dehnung spürbar. Leg dann die linke Hand seitlich auf den linken Oberschenkel und drück dich mit der linken Hand so richtig gut zurück. Schau, dass die linke Schulter ein bisschen zurückdrückt. Löst dann die rechte Hand vom Boden, legt den rechten Ellbogen auf den linken Oberschenkel, mach eine Faust mit der rechten Hand und legt die linke Handfläche auf die rechte Faust drauf, hebt dann das rechte Knie an und komm in eine Drehbewegung, unterstützt dabei deinen Darm, deine Nieren, halt das rechte hintere Bein ganz aktiv gestreckt. Wenn du vielleicht die Arme jetzt lösen möchtest, fortgeschrittener haben möchtest, kannst du die Arme nach links bringen, die seitlichen Bauchmuskeln noch zu kräftigen. Ansonsten bleib so in Step 1, leg die Hände am Boden ab und wander schön langsam zurück in Adha Hanumanasana, das linke Bein gestreckt. Schau, dass das linke Bein lang ist, die Zehen zum Körper ziehen, der Oberkörper wird lang, und ausatmen. Komm ein bisschen nach vor, halt die Schultern weich, einatmen. Streck dich vom Oberkörper bis zum Nacken, ausatmen, komm ein bisschen tiefer. Einatmen, wäre nochmal lang. Und ausatmen, ein bisschen tiefer sinken. Dann löse das linke Bein. Komm in eine schiefe Ebene nochmal. In der schiefen Ebene bleib und halt die Kraft. Setz dann die Knie ab, die Unterarme am Boden ablegen, mit den Händen die Ellbogen greifen, die Finger vorne ineinander verschränken und dann hochkommen in eine Plank Pose. Wir wollen weiterhin unseren Bauch, Sitz des Immunsystems stärken, den Darm, und heben das rechte Bein gestreckt an, halten das, hörbar ein, hörbar ausatmend. Setz dann ab und heb das linke Bein gestreckt an. Auch wenn du ein bisschen zitterst oder schon schwitzt, alles gut zum Reinigen und Aktivieren. Die Zehen dann, alle Zehen am Boden, die Knie absetzen. Löse die Finger, öffne die Unterarme und komm dann langsam mit Brust und Kinn nach unten. Mit der Einatmung leg die Hände neben den Schultern ab und komm in eine kleine Kobra.
Unterstütze auch da wieder mit der bauchliegenden Übung deinen Darm. Bring die Arme jetzt gestreckt nach vor, das Kinn am Boden und heb jetzt beide Arme, beide Beine. Mit der Einatmung bring die Arme zur Seite und mit der Ausatmung nach vor. Mit der Einatmung öffne dich, mit der Ausatmung komm wieder nach vor. Mit der Einatmung nochmal öffnen und mit der Ausatmung bring die Hände neben den Schultern zum Boden, die Zehen aufstellen. Ein und mit Kraft im Bauch schieb die Hüfte zu den Fersen zurück und komm dann hoch in einen nach unten schauenden Hund. Adho Mukha Svanasana, die Schultern ziehen hoch und lass wieder los im Nacken, zum Freiwerden. Spür die Dehnung in deiner Körperrückseite. Komm dann einatmen mit dem rechten Fuß zwischen die Hände nach vor. Wander mit dem rechten Fuß etwas nach rechts und heb das hintere Knie jetzt an. Mach ein bisschen kleineren Schritt, so dass die große Zehe links auf 11 Uhr eingedreht ist. Komm einatmend hoch in den Krieger 1. Schau, dass die Hüftknochen nach vorschauen, gerade. Und halt die Arme gestreckt oben, Schultern sind weich. Und bring jetzt die rechte Handfläche zwischen die Schulterblättern zurück. Und greif mit der linken Hand den rechten Ellbogen. Atme ein, hörbar, atme aus, zieh den Bauch nach innen. Spür die Kraft in den Beinen, die Dehnung im Hüftbeuger. Und löst dann einatmen die Arme, zieh die Ferse hoch und ausatmen, lass die Hände neben den rechten Fuß nach unten fließen. Mit der nächsten Ausatmung mach beide Beine lang, zieh die hintere Ferse zurück. Einatmen, bring die linke Ferse hoch. Ausatmen, schau, dass die linke Ferse zurückzieht, geradlinig. Einatmen, komm hoch, schau, dass die Beine gestreckt sind. Ausatmen, zieh nach unten. Einatmen, nach vorkommen. Die Hände ein Stückchen weiter nach vorbringen und das linke Bein gestreckt anheben. Wer noch möchte, hebt jetzt den Oberkörper, die Arme. Bringt die Arme zur Seite, in die Waage, Zehen ziehen zum Körper, kraftvolles rechtes Bein, halt die Finger gespreizt und auch wenn es wackelig ist, wie immer, bleib trotzdem bei dir, schenk dir ein Lächeln, leg die Hände wieder am Boden ab und bring den linken Fuß zu deinem rechten. Die Beine beugen, mit der Einatmung zieh dich hoch, öffne dich und mit der Ausatmung spür, wie du wieder ins Gleichgewicht kommst. Zweite Seite. Ein- und ausatmen, bring die Handflächen zusammen. Mit der Einatmung öffne dich. Zieh die Zehen hoch, ausatmen, komm in die Vorwärtsbeuge und bleib in der Vorwärtsbeuge wieder so, dass du dich wohlfühlst, entweder mit gebeugten oder gestreckten Beinen, das Gewicht mehr nach vor verlagern, greif mit den Händen die Ellbogen und feder mal so wieder in die Position hinein.
Und komm zu deiner rechten Seite, Feder wieder nach rechts. Komm in die Mitte und feder dann wieder nach links. Um dein Bindegewebe, dein Fasziengewebe etwas zu dehnen. Löse die Hände, beug die Beine, schau nach vor ein. Und mit der Ausatmung steig jetzt links zurück in den Sprinter. Schau nach vor, leg die rechte Hand jetzt auf den rechten Oberschenkel und drück mit der rechten Hand gegen den rechten Oberschenkel, so dass du wirklich eine Drehung spürst in deiner Wirbelsäule, im Oberkörper. Zieh die rechte Schulter etwas zurück, linke etwas nach vor. Löse die linke Hand und leg den linken Ellbogen auf den rechten Oberschenkel. Mach eine Faust mit der linken Hand. Leg die rechte Hand auf die Faust und drück jetzt mit Handfläche gegen Faust, Faust gegen Handfläche und heb das linke hintere Bein. Du kannst die Hüfte noch ein bisschen weiter anheben, um dann noch ein bisschen weiter nach rechts drehen zu können. Und wer das auf der anderen Seite auch probiert hat, kann auch da wieder die Arme lösen und die Arme gestreckt zurückbringen, das hintere linke Bein ganz aktiv halten. Und wenn es nicht geht, dann in Position 1 bleiben, die Hände absetzen, das Knie absetzen und zurücklaufen. Durch die Nase einatmen, lang werden, durch die Nase ausatmen. Tiefer sinken, einatmen, Länge schaffen und ausatmen, tiefer sinken, lass die Zehen aktiv, ein, lang werden und aus, lass los in deiner Körperrückseite und komm dann langsam wieder nach vor in eine schiefe Ebene. Arme ganz durchstrecken, Ellbeugen drehen nach innen zueinander. Spürst jetzt die Kraft und dann noch um eins mehr die Knie absetzen. Kommen weiter in die Plank-Position. Mit den Händen greift die Ellbogen, die Finger vorne ineinander verschränken und drück die Knie hoch. Fersen ziehen hoch, die Beine gestreckt. Atme ein, atme aus. Hebe jetzt das rechte Bein gestreckt an. Lass den Atem fließen. Der ganze Fokus ist bei deiner Ein- und Ausatmung, bei nichts anderem. Und leg dann den rechten Fuß ab. Jetzt das linke Bein anheben. Arme aktiv, Bauch aktiv und mit der nächsten Ausatmung setzt dann den linken Fuß auch am Boden ab. Die Knie absetzen, Finger lösen, Arme lösen und ganz langsam Brust und Kinn absetzen. Fußrücken am Boden ablegen, einatmen, kleine Cobra ohne Kraft der Hände. Nochmal den Bauch aktivieren. Sitz des Immunsystems. Löse dann kurz zwischen Entspannung. Jetzt kommt es weiter in die Heuschrecke. Bring die Arme zur Seite, die Beine anheben, atme dort ein und mit Ausatmung komm zusammen vorne. Einatmen, öffne dich. Und ausatmen, komm vorne zusammen. Einatmen, öffne dich nochmal.
Und ausatmen, setzt die Hände neben den Schultern ab, die Zehen abstellen. Ein mit Kraft im Bauch, drück die Gesäßbacken nochmal zu den Fersen und schieb dich hoch in Adho Mukha Svanasana. Den Kopf locker entspannt hängen lassen. Zieh die Fersen Richtung Matte. Schultergürtel nochmal kontrollieren, zieh hoch zu den Ohren und lass bewusst weich los. Und komm dann einatmen mit dem linken Fuß nach vor, zwischen die Hände. Wander mit dem linken Fuß etwas nach links. So, dass wir uns für den Krieger 1 vorbereiten, den rechten Fuß so leicht ausgedreht auf 1 Uhr und komm dann langsam hoch in einen Krieger 1. Hörbar ein, hörbar aus. Schau wieder, dass die Hüften parallel nach vor schauen. Ja, nicht schräg, sondern parallel. Das begünstigt die Dehnung deines Hüftbeugers. Atme dorthin. Leg die linke Handfläche zwischen die Schulterblätter und greif mit der rechten Hand den linken Ellbogen. Atme jetzt auch in deine linke Schulter. Kraftvollen Bauch nicht verlieren. Und komm dann einatmen nochmal hoch. Mit der Ausatmung greif nach vor. Mach den Schritt etwas kleiner, streck die Beine, atme ein und mit der Ausatmung zieh die hintere Ferse zurück. Einatmend heb das rechte Bein, die Ferse, und ausatmend zieh die Ferse wieder zurück. Einatmend anheben. Und ausatmen, zurückziehen. Ein letztes Mal einatmen, die Hände ein Stückchen weiter nach vorbringen, das rechte Bein gestreckt anheben, Zehen zum Körper ziehen. Versuch wieder die Hände, die Arme zu öffnen, zur Seite und nochmal für ein paar Atemzüge zu bleiben. Hörbar ein, hörbar aus. Und dann schon langsam dran denken, die Hände wieder abzusetzen, den rechten Fuß zum linken Fuß bringen, die Beine beugen mit der Einatmung. Öffne dich und freu dich nochmal. Und ausatmen, fühl dich im Gleichgewicht. Gut, mit der Einatmung komm jetzt nochmal hoch und heb jetzt deine Fersen. Bleib in dieser Streckung von den Zehen, Fußballen bis zu den Fingerspitzen. Spür diese Dehnung und bring dann die Handflächen zu deinem Herz nochmal zusammen und geh in eine Hocke, Hockstellung, die Fersen bleiben oben. Such diese Gleichgewichtsstellung nochmal zu halten. Und dann komm langsam in den Sitz hinunter. Wir machen jetzt im Sitz noch zwei Übungen. Und zwar das rechte Bein beugen und den linken Fuß außen neben dem rechten Oberschenkel ablegen. Komm in den einfachen Drehsitz, greifen mit dem rechten Arm unser linkes Bein und drehen uns zur linken Seite. Wer es ein bisschen intensiver haben möchte, greift mit dem rechten Arm außen den linken Knöchel und schaut, dass die linke Gesäßbacke etwas weiter zum Boden kommt. Ich drücke mich mit der Einatmung ganz lang hoch. Mit der Ausatmung drehe ich über die linke Schulter zurück. Ich länge dadurch meine Wirbelsäule
Streck sie. Unterstütz meine Nieren, meinen Darm, mein Immunsystem, indem ich dorthin ganz langsam und ruhig atme. Und bring dann den Kopf wieder in die Mitte zurück. Dreh leicht zur anderen Seite, um das Ganze auszugleichen, über die rechte Schulter drehen. Und heb dann das linke Bein hoch, so dass meine ischiochorale Muskulatur jetzt gedehnt wird. Das ist genau die Übung, die sehr wirksam ist, wieder, wenn man viel sitzt, verkürzt ist und vielleicht Rückenschmerzen hat. So im Lockdown, im Homeoffice. Lass im Schultergürtel los. Und atme genau dorthin, wo Dehnung spürbar ist. Du kannst noch ein bisschen Gegendruck ausüben mit dem Fußballen. Wenn du nicht ganz nach vor kommst, kannst du natürlich auch auf der Wade oder am Oberschenkel greifen. Und löse dann das Bein. Wechseln jetzt die Seite. Jetzt bring das linke Bein zur rechten Gesäßbank und leg den rechten Fuß auf die Außenseite. Schau, dass beide Gesäßbacken gut am Boden liegen. Mach dich lang. Und entweder du kommst wieder in den einfachen Drehsitz, nimmst den linken Arm, umarmst dein rechtes Bein und drehst dich über die rechte Schulter. Schaust, dass der Rücken immer wieder lang wird mit der Einatmung und mit der Ausatmung, dreh über die rechte Seite. Oder du greifst jetzt mit der linken Hand außen den rechten Knöchel und versuchst es intensiver, fortgeschrittener zu machen. Hörbar ein, hörbar ausatmen. Unterstütz dich wieder. Dich und deinen Darm, deine Nieren, deine Wirbelsäule. Und bringst auch dort Durchblutung hinein und löst dann die Stellung wieder auf, indem du langsam zur anderen Seite drehst, über die linke Schulter schaust und dann nochmal in eine Dehnung der ischiochoralen Muskulatur kommst, wo das rechte Bein gedehnt wird, die Körperrückseite, Hamstrings. Schaust wieder, dass der Fußballen gegen die Finger drückt, um die Dehnung zu forcieren, zu verstärken. Und dann beugt das Bein und bereite dich vor für eine Rückenlage. Ganz langsam nach unten und schau, dass deine Vorfüße eigentlich so wippende Bewegungen machen. Eine Ja-Ja-Ja-Bewegung mit dem Kopf machen. So, dass deine Wirbelsäule mal gut durchgerüttelt wird, massiert wird, sich alles entspannt. Und lass dann die Zehen ganz locker zur Seite fallen, die Handflächen nach oben gerichtet. Und lausch nochmal dem, was jetzt kommt oder dem, was jetzt ist. Du gehst jetzt ins Wahrnehmen, nimmst wahr, wie deine Fersen, deine Gesäßbacken, die Schulterblätter und der Hinterkopf gut auf dem Boden liegen. Erdest dich, zentrierst dich und spürst, wie sich innere Ruhe in dir ausbreitet und du dadurch dein Nervensystem beruhigst, dein Immunsystem stärkst,
schenkst dir dabei ein Lächeln. Bist dir sicher, dass du einen Teil zu deinem Gesundsein beitragen kannst, indem du dir immer wieder mal Auszeiten gönnst, dich zur Ruhe bringst und ganz bewusst atmest und hinspürst, wo noch Spannungen sind. Dort, wo noch Spannungen sind, atme ganz bewusst hin, der Einatmung. Und lass mit der Ausatmung dann los von was auch immer du jetzt spürst. Fühlst dich jetzt mit guten Gefühlen der Ruhe. Und förderst dadurch die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit. Nimm nochmal Einatmen und Ruhe auf. Lass mit der Ausatmung jetzt das gute Gefühl der Ruhe sich nochmal ausbreiten, all deine Zellen. Die Ruhe, die dich unterstützt in deiner Widerstandsfähigkeit. Und spür langsam wieder Bewegungen in den Händen, in den Füßen zurückkehren. Und beug deine Beine. Drück die Knie gegen die Bauchdecke. Umarm dich nochmal. Nimm dich bewusst so an, wie du bist. Komm dann langsam über die Seite, schon langsam hoch in den Sitz. Gut. Wir haben da etwas vorbereitet, und zwar das Licht am Ende des Tunnels ist ein starkes Immunsystem. Und wir veranstalten am 17. April, das ist ein Samstag, einen Tagesworkshop zu dem Thema. Wenn auch du dabei sein möchtest, wird es uns sehr freuen. Ansonsten machen wir im März in der Fastenzeit auch ein Fasten in Wien. Also was auch immer, schau einfach rein auf naturalhigh.at. Und ich sage Namaste. Dankeschön.